Willkommen zu unserer Serie auf meine alten Kämpfe reagieren. Wir sind heute bei Kampf Nummer 4 und Nummer 5, vierter Kampf gegen Topias Pokuta. Den werden wir uns jetzt erstmal direkt mal reinziehen. Topias Pokuta war damals auch Grappling, irgendwas, hatte da ein paar Turniere gewonnen. Damals hast du ja auch nicht die Auswahl so gehabt, weißt du? Ja, du musstest ja nehmen, was kommt. Das was der kam, der wurde gekämpft. So war das. Ja, da wartet keiner, ne? Da geht's direkt los. Direkt volle Möhre, ja. Mann. Aber Vollgas. Ja. Bumm. Ja, geil. Direkt für Guillotine gesprungen. Direkt, Vollgas. Ja. In was für Submissions warst du damals so? Man hat ja jetzt gesehen, schon Rückenposition, auf jeden Fall Rear Naked Position. Das war so. Ja, das war so dein Ding, oder? Das ist auch heute ja noch mein. Ja, genau. Mein absoluter Favorit. Du siehst ja, Guillotine hat man versucht, kurz probiert, okay, ja. Genau, aber das war auch jetzt nicht so. Weil das im Kampf zu machen, das erfordert ja schon, ich meine, du legst dich auf deinen Rücken, ja. Das ist natürlich immer so eine Gefahr, du verlierst die Position hin und her, da muss man ja schon so eine gewisse Selbstvertrauen in die Technik mitbringen. So ist es, und deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, vergeude nicht zu viel Kraft, versuch's, wenn es geht, okay, zieh durch, aber wenn du gemerkt hast, da kommst du nicht richtig rein, bist nicht 100% drin, habe ich dann gesagt, nee, lieber nicht. Ja. So, wenn ich mir das mal so angucke, dieses Ground and Pound von unten, was für eine Kraft man da verbraucht hat, ja. So, weil man so diese schlichtweg einfachen Standard-Dinger gar nicht so im Kopf gehabt hat, weißt du, wenn du natürlich... Diese Spannung, mit der man gekämpft hat, war unnormal. Ja. Ja, man sieht schon, das, was dein Gegner macht, der hat schon Erfahrung auf jeden Fall gehabt. Ja, ja, ja. Der hat schon genau kalkuliert, dieses Timing abgewartet mit der Backfist gerade. Das war ja damals Backfist. Wer hat einen Backfist gemacht? Keiner. Ja. Schön. Das war so damals mein Spiel, ne? Ja. In Clinch zu gehen, zumachen, bumm. Brechen. Siehst du damals, du wolltest drauf. Alles in eine. Alles in eine, ja. War das bei dir früher auch so, diese Verlustangst von Positionen manchmal? Du hattest eine geile, dominante Position. Natürlich gab es immer diese Möglichkeit, ey, wir kommen in Stand zurück, ich werde im Stand dominieren. Ja, ja. Aber du hast ja dafür gearbeitet, so ist und du willst partout nicht diese Situation. Genau, und dann denkst du, boah, wenn es jetzt wieder hochgeht, ne? Du weißt, wie es im Training manchmal ist. Und, wenn du platt bist. So ist es. Brutal. Ja, das ist halt so dieses Spiel damals gewesen. Ne? Das ist... So die ersten Kämpfe, du willst, wie du schon gesagt hast, du willst nicht die Position verlieren, willst dich aber auch nicht verausgaben. Ja. Weißt du, deswegen. Aber das bei dir waren ja jetzt super dominante Positionen. Ja, klar. Dominanter geht es ja fast nicht, als so den Rücken zu nehmen und Ground and Pound zu landen. Plus die Gegner hatten ja gar kein Mittel, die Position zu verbessern. War noch zum Rundenschluss, wo man Angriff Free Naked schaut, aber hat dann nicht mehr gelangt. Ich war so Runde 2. Ich glaube, der geht auch direkt wieder weiter. Direkt nach vorne. Die Backfist liebt er. Ja. Und wieder hier. Guck, und wieder Double Underhooks. Double Underhooks. Bob. Und winkt er wegen ins Runde. Da siehst du dann, dieses von oben manchmal. Du willst zu viel mit Kraft machen, ne? Obwohl es einfacher geht. Aber es kommt ja mit der Zeit von daher. Und dann die scheiß Ringseile natürlich wieder. Ja. Das haben die Leute ja damals gar nicht verstanden, was da überhaupt passiert ist. Ja. Weißt du? Ich glaube, vom Bodenkampf hatte da gar niemand Ahnung, was da passiert. Die dachten, Scheiße, jetzt ist der Kampf am Boden. So ist es, ja. Das war halt das Geile, ne, an Japan. Ja. In Japan, wie damals, wenn du das angeschaut hast, das Publikum, bei japanischen Veranstaltungen, K1, Pride, Leute klatschen bei Positionswechseln. Ja, die wissen ganz genau was passiert da. Weil genau so ist es, ja. Die haben genau gewusst, hier, jetzt ist er in einer guten Position, jetzt natürlich Scheiße. Jetzt, ja. Weißt du, das war schon, aber bei uns ist es ja heute teilweise noch, dass Leute, die halt nicht von dem Sport kommen, die sagen, ey, was... Warum kuscheln die ganze Zeit? So warum liegen die nur am Boden? Ja. Da ging auch mal eine Hand in den Boden rein. Ja. Aber das ist ja in dem Moment ist ja scheißegal, ne? So, da geht es einfach nur noch vorwärts. Ja, das war so damals, muss ich sagen, so die dominante Position eigentlich von mir. Ne? So, wenn man das schon so zurück, denkt man, ey, man ist gerade wieder im Kampf. Ne? Man fängt an zu schwitzen einfach. Ja. Und es ist wirklich so, als ob man sich gerade, als ob es gestern passiert ist. Ja. Das ist verrückt, die Wahrnehmung von der Zeit. Hast gemerkt, der war dann am Ende so, weißt du? Du merkst es ja, wenn ein Gegner dann so resigniert kurz und dann brechen jetzt, greife ich an für einen Rear Naked Choke, genau. Und das war's. Geil. Ja. Das war Kampf. 4-0. Ja, genau, war 4-0. Ja. Jung und hungrig. Ja.
jung und hungrig. Jetzt gehen wir zu Kampf Nummer 5. Wer seine Leistungsfähigkeit und seine Gesundheit steigern möchte, schaut beim Marktführer ESN vorbei. Dort findet ihr Proteine, Vitalstoffe und diätunterstützende Lebensmittel. Mit dem Code Eckerlin gibt es maximalen Rabatt. Gegen Sebastian Barung, damals einer, man kann sagen, Pionier eigentlich, der oder? War richtig bekannt. Das war so der erste Kampf, wie ich, mein erstes, sag ich mal, wo geht's hin? In welche Richtung? Der erste richtige Test, wo dann gekommen ist. Ne? Aber ich muss sagen, ich war da so gut mental, so gut vorbereitet, weil wir damals Dennis Siever als Trainingspartner, der war at UFC gekämpft, Daniel natürlich und, viel, und so langsam die Jungs, die dann halt nachgekommen sind. Deswegen habe ich gesagt, okay, ist mir egal, ich kämpfe einfach. Aber er war Grappler, oder? Ja, der war Grappling Grappler, aber auch, der hat auch Kickboxkämpfe gehabt und so weiter. Okay. Ne? Siehst du ja, aber jetzt, ich habe schon, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist ein anderes Kaliber, ne? Ja. Kommt was anderes, ja. Ist was anderes. Ja. So auch der erste Kampf, wo man so nach dem Gameplan gekämpft hat, weißt du? Weil die anderen waren ja einfach rein und gib ihm so auf die Art. Autopilot. Ne? Ja, ja, Autopilot. Das, was ja. du halt gut kannst, machst du. Ja, ja. Aber da war es wirklich mit, also mit einer Strategie in den Kampf zu gehen, ne? Den eigentlich auszupunkten, auszukämpfen. Siehst du ja, ich habe versucht dann natürlich Druck zu machen, dass er Fehler macht. Führhand. Ich weiß noch, damals hieß es, ey, überfall den, ich soll ihn überfallen, so mit meiner Aktion. Mhm. Sieht man gleich. Jetzt hier. So. Ja. Aber damit ist er nicht so klar gekommen, ne? Ja, man merkt direkt, dieser Vorwärtsgang, den er am Anfang hatte, hat sich. Und jetzt kommt das natürlich das Ding. Bum, bum. Und das war der K.O. des. Den Kumo-Zomer-Chef, oder? Ja. K.O. des Jahres 2010. War das brutal, ja. Körper, Kopf. Bum, bum. Ja. Das hat damals einen richtigen Schlag gemacht in der MMA-Szene, dieser K.O. Das war schon krass, ja. War brutal, so schön sauber. Geil. Das hat auch niemand zu der Zeit erwartet, dass ich, also... Und der ist ja out gewesen. War weg, er war wirklich mehrere Minuten am Boden gelegen und hat auch lange, glaube ich, gebraucht, bis er aufgestanden ist. Ja, wie war das, wie hast du das wahrgenommen jetzt, deinen ersten K.O., wie war das für dich? Du wusstest ja immer schon, dass du Vertrauen in deine Hände hast und du wusstest ja, man sieht ja, jetzt bei dem ersten Sequenz, wo du diesen Step zurück machst, der kommt nach vorne, du machst diesen Step zurück, da hat man schon... Ja, das war, also ich muss sagen, ne, wir haben ja erst gesagt, wir versuchen Druck zu machen auf ihn, wenn es anders darum geht, warten wir ab, du gehst einen Step zurück und versuchst dann halt zu kontern. Ne? Und das war so immer in meinem Kopf drin, ey, du musst kontern, du musst kontern, du musst kontern. Und das war eigentlich ja immer, du weißt ja, linke Haken, das ist ja immer so mein Ding gewesen. Und das ist dann gekommen, das ist dann aus dieser Situation, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt er, boom, boom. Der nächste Kampf, wo wir dann natürlich als nächstes drauf reagieren werden, im nächsten Video, da ging es dann um den ersten großen Titel. Das waren die nächsten zwei Kämpfe unserer Serie. Einfach geil, mal wieder so in die Vergangenheit zurückzugehen. Absolut. Freut mich wirklich. Fühlt sich an wie gestern. Ja, aber ist schon ewig her schon wieder. Stefan, vielen Dank. Hey, danke dir, du weißt, geil. Brutales Outfit für die Tiefgarage. Ja, wie gesagt, man muss sich anpassen hier. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.